Das ist schon ein bisschen größerer Topf, das braucht die Birke schon. Ah, ja, ja, ja. Siehst du hier die Rosette? Ein bisschen größer. Das ist eine kleine, ja, das ist eine kleine Heinz-Schnegel-Schnecke. Ja, und das ist eine Weide, eine Salix. Also welche genaue Art, kann ich jetzt auch nicht sagen. Da müssen wir noch die Blüten eigentlich sehen. Diese Pflanzen waren ja bei der Aktion aus dem Möckernkiez-Gelände möglichst viele dort angewachsene Pflanzen nach Hause zu nehmen oder in die privaten Gärten zu bringen, um sie dann, wenn der Möckernkiez fertig gebaut ist, eventuell wieder zurückzubringen. Die habe ich im November ausgegraben, 3 Stück. Und wie man sieht, und dann im November hier eingepflanzt, gut gewässert. Ja, mehr als verdoppelt in ihrer Größe. Man kann also sagen, sie fühlt sich hier offensichtlich sehr wohl. Eine Salix, so eine Weide, die kann ja groß werden, die hat ja einen mächtigen Wuchs und wird da sicher auf große, lange Zeit vielleicht nicht unbedingt hier stehen können. Ich habe sie ja quasi zwischen eingepflanzt, zwischen diesen kanadischen Goldraute und hier der Forsythie, weil das hier ein sehr schöner Platz ist. Im Frühjahr, nach dem Winter, werde ich sie mal runterschneiden, auf jeden Fall. Und in der Hoffnung, dass sich der Möckernkiez vorher auch tatsächlich fertig wird und auch vielleicht Platz bietet, wo man eine Salix eben anpflanzen kann. Das wäre nicht sehr schön dann. Aber so wie man sieht, hat die Aktion vom letzten November, die hat hier voll gewirkt, ohne Probleme. Garten ist eher Hobby. Beruflich war ich ja Biologielehrer viele Jahre und natürlich habe ich mit Pflanzen und Tieren immer zu tun gehabt, das ist schon richtig. Und ansonsten würde ich auch natürlich immer bei Radtouren oder wenn es um irgendwie Kiezwerkstatt was zu basteln gibt oder so, da wäre ich, da ich handwerklich auch nicht unbegabt bin, da würde ich immer auch irgendwo dabei sein. Ich war ganz erstaunt, ich habe es erst gar nicht gemerkt, ich hatte sie schon vergessen. Und plötzlich erinnerte mich, ja, die kleinblütige Nachtkerze. Die Blüten kann man übrigens essen. Ja, das fing an, dass einer von uns, also von den Genossen, also mich ausgemacht hat als Gärtnerin. Das passte dann, dass ich dort mitging aufs Feld. Und fand die Idee wunderbar. Ein schwarzer Holunder hier, die schwarzen Beeren. Und das ist eine Pflanze, die ist mir sehr vertraut. Ich trinke sehr gern Holundersaft. Und die weißen Blüten, die duften herrlich. Das ist mein Johnny. Da hat er auch eine Blüte. Und er war ein bisschen mickrig. Und ich bin nicht ganz sicher, ob er einen guten Standort hier hat. Ja, vielleicht ist es etwas zu sonnig. Aber ich habe geguckt, woanders steht er auch in der Sonne. Mal sehen, wie er sich machen wird. Ist schon was, ja. Teil meiner Möckernkiez-Geschichte. Ja. Das ist eine Mahonie. Die sind recht robust. Man sieht sie auch viel in Parkanlagen. Und da war das eben auch, hat sich irgendwie haben Vögel die Früchte gefressen. Die haben diese schönen türkisfarbenen, wunderschönen Früchte. Ich habe sie genommen. Ich mag sehr die gelbe Blüte. Das ist also im Frühling rechtzeitig ein großer Blütenstand. Und der duftet sehr intensiv und sehr süß. Ja, eine der frühen Blüher im April, Mai schon. Es ist ein Teil von diesem Möckernkiez-Vorhaben. Ne? Die Art und Weise, wie wir da auf dem Feld gewesen sind, auf dem Baufeld und da Pflanzen geborgen haben. Dann war eine junge Frau dort, sie hat mit mir und mit anderen einen stillen Gang übers Feld gemacht, wo man nur empfindet, was man empfindet und sieht, was man sieht und nicht sich so in Aktivitäten so versteigt. Und das hat mich richtig ergriffen. Ja, wie kann man das vertreten, diese vielen Vernichtungen, die wir da also veranstalten? Wenn ich dann bei den Versammlungen das auch immer höre, denke ich, ah ja,
Diese Fragen gibt es, ne, bei dem Vorstand und auch bei Hochzee, und die kümmern sich auch. Ne? Also das ist nicht so ratzfatz weg. Und da bin ich so ganz zufrieden. Ne? Ja, mitgemacht habe ich, weil ich einfach auch Pflanzen hinüber retten wollte, also sozusagen das Leben schenken wollte, weil es ist ja klar, wenn das Grundstück beräumt wird, dann bleibt da nichts mehr übrig. Und das war doch eine gute Möglichkeit, also das zu versuchen zumindest. Man ist ja nie ganz sicher, ob die Pflanzen das dann auch wirklich aushalten, aber diese Pflanzen hier haben es ausgehalten. Den Ahorn habe ich ausgewählt, weil der Vorname meiner Frau, die aus Kroatien stammt, ein Baum bedeutet in der Übersetzung. Sie heißt Esche. Aber da es keine Esche auf diesem Grundstück gab, zumindest habe ich keine gefunden, habe ich ein Ahorn genommen. Und das ist der Vorname meiner Schwägerin. Das ist dann immerhin auch ein Bezug zu meiner Familie. Und das fand ich also doch sehr schön. Speziell bei dem Ahorn habe ich die Vorstellung, dass er irgendwo im Garten, also der für alle dasteht, weil ein Ahorn braucht dann langfristig schon genügend Grund und muss sein Wurzelwerk ausbreiten können, sodass er eigentlich wirkliche Überlebenschancen nur wirklich auf der Ebene Erde hat. Und er soll ja dann auch vielleicht Generationen überleben, wenn es möglich ist. Ja. Und dann habe ich auf der anderen Seite eine Birke mitgenommen. Sie hat ja schon einen gewissen Stammumfang. Ja. Das ist ja keine kleine Birke mehr. Ja, die habe ich deswegen mitgenommen, weil die Birke eine Pflanze ist, die sehr robust ist, also auch mit wenig Erde auskommt und ja, dem Winter auch widersteht. Ich habe nicht beruflich mit Pflanzen zu tun, aber ich bin schon als Kind mit dem Garten aufgewachsen und habe also immer einen Bezug zur Natur gehabt. Und naja, ich interessiere mich auch wie man Bäume und Pflanzen bestimmt. Und von daher habe ich zumindest so ein Grundverständnis, einen Grundbezug zu sowas. Mich interessiert schon auch so Werkstatt, handwerkmäßig was, sei es Wasserhähne zu reparieren oder sonst irgendwas, kleine Reparaturen durchzuführen, wo es sicherlich sehr teuer sein wird, irgendwie da immer einen Handwerker zu holen. So viele handwerkliche Fertigkeiten habe ich, dass ich das zur Verfügung stellen könnte. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das ein gutes Projekt wird und dass sozusagen die Erwartungen, die wir haben, da auch durchaus realisiert werden können.